Hallo meine Freunde und willkommen zu How Long Can You Endure? This Game. Und ein Spiel, das ihr vielleicht noch gar nicht kennt. Ein Spiel, das niemals Japan verlassen hat. Hä? Ein Friedhof? Sie weint? Jemand ist begraben in einer Eishockey-Maske? Jason Voorhees? Nein, it's Rick! Und sie freut sich, dass er wieder zum Leben erwacht ist. Aber ein Blitz? Ein Pumpkinhead! Und er entführt natürlich die Freundin von Rick. Was los ist? Na, das ist... ein unaussprechbarer Name. Ich nenne es einfach Splatterhouse Naughty Graffiti für den NES. Und wir beginnen doch einfach dieses Spiel. Okay, das kennen wir schon. Stage 1. This will be your grave. Ich muss sagen, es ist eine niedliche Chibi-Version von Splatterhouse. Und wir sind auf dem Friedhof, wo wir angefangen haben. Und wir haben hier unser Schlachtermesser und Zombies kommen aus den Gräbern. Und ich muss sagen, ja, das ist ziemlich nice gemacht mit schönen Hintergründen. Und hier, ihr seht schon 4 von 10 ganz oben. Bedeutet, wir haben 4 Gegner gekickt. Im Moment. Und wenn wir 10 Gegner gekickt haben, macht das unsere Energy nach oben. Denn jetzt haben wir nur ganz wenig Energy. Ich muss da wirklich aufpassen. Bonbon. Yeah, Bonbon macht unsere Lebensenergie auf. Wenn wir Hunde köpfen, dann kommen Bonbons raus. Wie im normalen Leben natürlich. Können wir das eigentlich auch? Yeah. Das können wir auch kicken. Und das zählt auch, yeah! Unsere Energy wurde schon aufgefüllt und sehr schön. Oh, Hund. Nein! Bang! Yeah! Ich muss sagen, ganz einfach ist das Spiel, finde ich, nicht. Come on! Aber eigentlich ist die Steuerung ziemlich gut gelungen und ich finde auch abwechslungsreich und ein tolles Spiel, das man eigentlich ziemlich einfach zu verstehen, vielleicht nicht so einfach zum Meistern ist. Bong Bong! Und... Wow! Zeigt ihr uns der Fuck You Finger? Ein Mittelfinger? What? Die machen jetzt einen Moonwalk hier, die Zombies. Also ich sehe schon, das Spiel nimmt sich selbst nicht so ernst. Das finde ich ja sympathisch. So, nach dieser kurzen Dance-Einlage der Zombies und des Dracula-Vampirs hier. Müssen wir... Whoop. What the fuck? Why? What the fuck? Jo, wir müssen uns hier nur ein wenig konzentrieren. Dann, wir müssen hier eigentlich nur überleben. Nein! Ja, so natürlich nicht. So überleben wir nicht. Come on. Yeah! Geschafft. Und es ist auch so, die Musik ist so angedenkt wie Thriller von Michael Jackson. So, aber weiter geht's hier. Keine Ahnung, wie weit ich es hier schaffe in diesem Spiel. Weiterzukommen. Oh, ein Hamburger. Und... What the fuck? Was ist denn hier? Ein Haus? Ein Poltergeist-Haus? Rein damit! Was sind wir hier? Oh, Hände. Kann ich kaputt machen? Sehr schön. Das erinnert mich wirklich stark an den ersten Teil von... Splatterhouse? Nein! Ach. Na, what the fuck? Ist hier ein Hamburger drin? Yes, sehr schön. Yeah! What the fuck is going on? Bücher! What the fuck? Und hier gibt es auch How long can you endure this intense training?
Ich finde es nicht einfach. Wie viele Bücher? Ah, what the fuck? Huh. Hab ich's geschafft? Hab ich's geschafft? Yay! Na gut, so gut war ich nicht. Und hier Stühle zerschmeißen. Und was ist das? Was muss ich machen? Oh nein! Nein! Fuck! Fuck! Ich bin gleich mal tot! What the fuck? Wow! Ich bin tot! Oh Mann. Türe geht zu. Game over? Oh, ich habe noch ein Continue. Komme ich direkt zum Boss? Ja, ich komme direkt zum Boss. Okay, ich glaube, ich muss einfach mal diesen fucking Head here wegkicken. Bang! Also der... Nein! Schon Energie verloren. Das... Nein! Fuck! Back! Fuck you! Ah, scheiße. Hey, hey! Wah! Oh, scheiße! Hey, wie oft muss ich... Ah! Fick dich! Fick dich! Ja! Yes! Ich hab's geschafft! Meisterleistung! Puh! Gar nicht mal so einfach und das ist erst die zweite Stage. Be garbage of Jazzpool! Hahaha! Yeah! Passwort 1055. Okay, Passwort-System. Das ist nicht schlecht. So, weiter geht's. Uiuiui. Also ich muss sagen, das Spiel macht mir schon ziemlich Spaß. Finde ich schön gemacht, wirklich. Und ich mag ja Horrorspiele. Oh, tada! Nein! Kann ich dich kicken? Oh, kann ich, kann ich. Fick dich. Yeah. Oh, scheiße, ich bin schon gleich mal wieder kaputt hier. Oh, oh. Oh. Spinnen. Beste Gegner ever. So, ganz vorsichtig. Vorsichtig. Spinnen. Ich glaub... Nein! Nein! So, noch einmal. Sehr schön. Sehr schön, dass ich von hier anfange. Und mit voller Energie. Das ist sehr nett. So. Puh. Now. Get away! Nein! 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 What the fuck? Du Ass, Mann! So, jetzt. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Respawnen die Gegner eigentlich hier? Ja! Ja! Geschafft! Sehr schön. What the fuck? What the fuck? Was ist genau? Was? Wie? Was? What? 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 Hühnchen? 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 Außer aus dem Ofen? Ah, shitty. Ah, schon wieder ein Hühnchen? Ich glaube, all diese Gegner sind... Nein! Bong bong. Ah! What the fuck? Oh, scheiße. Das ist wirklich schwer, Mann. Okay, ich werde wahrscheinlich alle Continues... What the fuck? Komm an, geht weg. Nein! Nein! Hey, gib mir ein Bonbon, du Hühnchen aus der Suppenschüssel. Nein. Oh. What the fuck? Jetzt kommt bald wieder ein frisch gebackenes, kopfloses Hühnchen hier raus. What the fuck? So, aufpassen, aufpassen. What? Nein! Bitte gib mir ein... Ich glaube, hier geht's wirklich einfach effektiv... Nein, 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 nein!
Ich schaff den noch. Ich schwöre euch, meine lieben Freunde. Let's continue. Ich schaff das. Nein, so schaffe ich es natürlich nicht. Kann ich diese Messer nicht einfach... Ah! Nein! Ihr Ficker! Nein! Fickt euch! Uff! Hühnchen? Hühnchen! Gib mir irgendwas, bitte. Okay, okay. Kommt hier, hier. Kommt hier, kommt hier, kommt hier. Nein! Tja. Leider Game Over. Ja, cooles Spiel, muss ich sagen. Ich kann jetzt das Passwort eingeben. Will ich jetzt nicht machen? Ich will das Spiel ja in meiner Serie How Long Can You Endure This Game nur anspielen und euch vielleicht zeigen, was ihr das Spiel auch mal anspielen könnt. Ein Spiel, das nie Japan verlassen hat. Eine Hommage an die Horrorfilme aus den 80er Jahren. Poltergeist, Freitag der 13. Tja, das ist es. Ciao!